Das stinkt doch nach einer Falle. Oh, verdammt! Was zum Teufel kommt denn da? Verpiss dich! Ach du Scheiße! Oh, da muss ich mit härteren Mitteln angreifen. Hier, fang! Ja, erwischt! Gleich noch eine! Ja! Oh. Ah, fuck, fuck! Keine Munition mehr! Und jetzt? Oh, Scheiße, da kommen noch mehr! Oh, Kacke, Kacke, Kacke! Von wo? Von wo? Verpisst euch! Ich hab noch ein paar Kugeln für euch übrig! Kein Problem! Leg deine Waffe auf den Boden und komm aus deinem Versteck! Nein, nein! Komm ich nicht! Okay, wo ist der andere? Na, stirb, du Penner! Ah, Scheiße! Oh, oh! Ah, ich brauch Munition! Ich brauch verdammt nochmal Munition! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Noch ein bisschen, noch ein bisschen, komm! Baller ruhig rum! Baller ruhig rum! Erwischt! Elendiger Drecksack! Krepier! Was zur Hölle war denn das? Ein übles Teil. Sollte ich mir mal angucken. Nein, aber meine Waffe lasse ich nicht hier. Und dann lasse ich die hier. Geht auch nicht. Okay. Alle meine Sachen mitnehmen. Wie viel Munition habe ich noch für die? 15 Schuss. Ich sollte ein paar herstellen. Wer weiß, wie viele da noch kommen. Okay. Munition, Munition. Ah, was Neues ranbauen geht nicht. Okay. Munition. Ah, da haben wir es ja. Okay, 60 Schuss sollte reichen. Dann brauche ich noch ein paar von denen. Sehr schön. Und dann gebe ich mir gleich mal einen Schuss Morphium. Okay. Dreckschweine hier noch ein bisschen plündern. Mhm. Meine alte Waffe. Da waren doch noch mehr. Ja, sag ich doch. Den habe ich geplündert, den noch nicht. Sonst keine Waffen mehr? Sehr schön. Ordentlich Ressourcen hier. Sehr gut. Nichts mehr. Okay. Ihren 30 Schuss. Los geht's. Ja, yeah, fresst das! Eure eigene Medizin, wie wär's damit? Ja, so sieht's aus. Rattensaison ist angesagt. Au, na, scheiße, sie ist leer. Fuck. Okay. Dann muss ich wohl mit der weitermachen. Oh, geht nicht. Okay. Drecksack. So. Okay. Ja, mit den Sachen. Hier haben sie gehaust. Ein Schädel als Buchstütze. Geschmacklos. Echt geschmacklos. Okay. Knochen, Blut. Widerliche Typen. Oh Gott. An dem haben sie rumgeknabbert und rumgedoktert. Wieder eine Notiz, ein Offizierstagebuch.
Die sind alle verrückt geworden. Oh Gott. Das ist so krank hier. Ich fasse es einfach nicht, in was wir hineingeraten sind. Oh mein Gott. Medizin. Nichts. Scheiße. Meine Taschenlampe lässt wieder nach. Da ist noch einer von diesen Bastarden. Noch mehr Medizin. Scheint die Krankenstation zu sein. Wo geht's hier lang? Oh oh. Aus der Krankenstation haben sie irgendwie... Oh Mann. Eine Schlachterei gemacht. Anna! Liebling! Artyom! Ich wusste es! Oh Gott. Ich hol dich hier raus. Hinter dir. Was? No! Das geht immer. Verdammter hey, Penner! Du wirst niemanden retten. Ja, das werden wir sehen. Verrückter Professor, du! Keine Bewegung! Ja, nur lass mich ihn gehen! Weißt sofort. Du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik... Genug gelabert! Alles klar bei dir, Artyom? Alles gut. Gott sei Dank. Danke. Geht's dir gut? Hat er dir irgendwas angetan? Melden wir uns beim Oberst. Immer pflichtbewusst. Verdammter Penner. Papa, ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Okay. Kein Problem. Ich lade schnell nach. Warte. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Bastarde übrig sind. Oh Gott. So viele Leichen. Die stapeln sich ja richtig. Oh, wie das stinkt. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Oh ja. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Das hätte ich auch nicht gedacht. Offizierstagebuch 2. Das ist echt krank. Okay. Drück den Knopf, Ibes. Geht's? Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können. Wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Unglaublich. Alles gut. Dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Alles gut, Liebes. Wir schaffen es. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Oh Mann. Aber weiß, wie viele noch übrig sind. Ich glaube, ich habe nicht alle erwischt. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht. Oh oh. Was zum Teufel? Drecksack. Sehr gut gemacht, Oberst. Mistkerl! Gott sei Dank, Anna. Ich hätte es mir nie vergeben. Es geht mir Wer gut. Wer hätte das ahnen können? Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen?
Ist das zu glauben? Um Gottes Willen, seit 20 Jahren. Tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Oh Mann. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Und jetzt? Was ist das da unten? Was denn? Das ist eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Komm schon, mach! Alles erledigt. Oh Mann. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Wir müssen hier raus! Ich glaube nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Oh Mann, noch mehr Leichen. Da hast du natürlich recht. Oder willst du ewig leben? Natürlich nicht. Oh, ihr habt ganze Arbeit geleistet. Und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typen da zu verbringen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Ha! Das kann ich verstehen. Das dritte Offizierstagebuch. Und das letzte. Okay. Ah, ich nehme das mal mit. Ich will mit der Verrückten auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Aber danke für die Blumen. Okay, weiter geht's. Sind noch welche da? Da kommen noch welche. Sie schießen, sie schießen. Verdammt. Ich hab kaum noch Munition. Da drüben, da drüben. Guter Schuss. Fuck. Jawohl, brennt ihr verdammten Kannibalen. Was war das? Oh Gott! Irgendwas hat uns getroffen! Na! Das war eine Axt! Schnell, schnell, schnell! Oh Gott, da kommen immer mehr! Sam! Sam, komm rein! Dräng sie zurück! Damit ich sie nicht zurücktragen muss! Schneller! Verdammte Dreckschweine! Muss nachladen! Wir entkommen! Okay, das war's. Puh, wir haben's geschafft. Anscheinend ist hier alles hinüber. Wird Zeit, dass wir den richtigen Regierungsbunker finden. Oh Mann. Wenige Stunden später. Kaum zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Das konntest du doch nicht wissen. All die Hoffnung zerstört. Und jetzt? Verdammt. Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Können wir zurückgehen nach Moskau, ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen?
Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Nein, nicht wirklich. Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Was? Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Aha. Oh. Und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen, dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen. Das hört sich gut an. Schlechter Gedanke. Ja. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Da müssen wir wohl durch. Das kann natürlich sein. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Ja. Artyom, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Dann lass das Signalhorn hören. Lass mal sehen. Also los. 3 Monate unterwegs. 3 Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten noch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht, wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen. Alte Bahnschwellen und Zweige. Oh Mann. Das ist ja verdammt heiß. Aber besser als Kälte, oder, Anna? Wer hätte gedacht, dass wir in die Wüste fahren? Geht's dir gut? Ist der Husten weg? Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Alles gut. Wir werden schon was Besseres finden. Ja? Ein Auto. Sind das freundliche Menschen? Moment mal, was ist das da hinten? Das sieht aus wie... Oh. Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Ja, mir auch nicht. Aber es könnte ein kleines Dorf sein. Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern, Demir? Stefan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du und Demir, kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Alles klar. Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Ach, und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Wir sitzen hier fest, oder wie? Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Und was mache ich? Ja, mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Sei vorsichtig, Liebling. Sei nur vorsichtig, okay? Du auch. Bis bald. Was soll ich tun? Wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus. Aber wir können hier kein Risiko eingehen. Okay. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Ich schaue mich mal da um. Haben Sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Alles klar. Brech auf, sobald du bereit bist. Ich muss noch kurz meine Ausrüstung. Kann deine Motordraisine den Zug ziehen?
Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Alles gut. Okay. Ich muss auf jeden Fall die Waffen wechseln. Gut. Was geht denn hier ab? Ah, du hast was für mich? Das hört sich gut an. Warte, ich komme. Was hast du denn? Gehst du raus? Ja. Dann sieh mal hier. Was ist das? Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Oh. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Oh. Ganz schön explosive Munition. Interessant. Ach, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Ah. Zack. Und jetzt sind die... Ah, die Explosionsmunition. Nicht schlecht. Ich musste auch noch ganz kurz... lass mal Licht machen. Man sieht ja hier gar nichts. Ah, bisschen Munition herstellen. Ich habe fast gar nichts mehr. Wie es aussieht, bleiben wir hier eine Weile. Ich weiß nicht, wie viele Monster hier noch sind. Auf jeden Fall sollte ich mal die Waffen umtauschen. Auf jeden Fall nehme ich die hier wieder mit. Und die hier. Nein. Ich glaube, ich nehme wieder ein Schrotgewehr mit. Das Beste sein. Wer weiß, wie viele Monster hier sind. Gut. Warum nicht? Alles klar. Gut. Neues haben wir nicht. Okay. Dann stellen wir jetzt ein bisschen Schrotmunition her. Ein bisschen normale Munition. Ein bisschen Schrot. Bin ich voll. Okay, da haben wir noch genug. Geht auch nicht mehr. Okay, noch ein bisschen Schrot. Gut. Voll. Sehr schön. Alles klar. Jetzt sind wir soweit. Erkunden wir die Wüste. Danke für die Muni. Na, erstmal nachladen. Okay. Laut Karte ist das Dorf dort drüben. Ich hoffe, die sind mir freundlich gesonnen. Ich hoffe es echt. Aber als erstes gehe ich noch in dieses Gebäude. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Die Sonne brennt heute aber heftig. Ja, okay. Ja. Richten wir die Stellung ein. Du gehst zurück zum Zug. Okay. Oh Mann. Da hinten sind nur Ruinen. Sieht nicht so aus, als ob da Menschen leben, die friedlich sind. Aber was weiß ich schon. Hä? Okay. Was zum Teufel? Strahlung? Nicht wirklich. Was war das? Eine vermoderte Leiche. Aber woher kommt das Piepsen? Kommt das aus diesem Waggon? Na?
Noch eine Leiche. Oh Gott. Der Busch hat angefangen zu brennen. Artyom, anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Oh, toll, hier gibt's Stürme. Hoffentlich keine Sandstürme. Irgendwas piepst hier die ganze Zeit. Aber ich finde einfach nicht den Ursprung des Piepsen. Oh nein, da hinten ist der Sandsturm. Na. Nur Sand hier drin. Als erstes sollte ich mich mal kurz bei diesen Ruinen umschauen. Da flackert eine Flagge. Na gut, hier werden sicherlich keine freundlichen Leute sein, aber... Ah, da kommt das Piepen her. Ich muss vorsichtig sein. Sieht aus wie eine alte Kirche. Das ist eine alte Kirche. Eine Flagge. Wow! Oh Gott! Ghule! Sie verstecken sich im Boden! Okay. Oh, das war knapp. Aber wo kommt jetzt dieses verdammte Piepsen her? Aus der Kiste? Das ist ja widerlich hier. Ha! Drecksviecher! Okay, vorsichtig. Es könnten noch mehr hier sein. Koffer? Ich sehe dich. Verdammtes Drecksviech. Und dich sehe ich auch. Nicht zu übersehen, ich schieße euch die scheiß Birnen weg. Irgendwas übersehen? Okay. Hier gibt's auf jeden Fall keine lebendigen Menschen mehr. Sollte weiter.
Das Dorf ist da drüben. Also gut. Weiter zum Dorf. So, das ist mein Teil am Arm. Seit wann piepst denn das? Oh Gott! Puh. Das war... Wow. Das hat doch vorher nie gepiepst. Und jetzt piepst's einfach. Da läuft jemand. Ah, diese Ghoul-Bastarde. Schnauze. Ich muss mir die Wände genau anschauen. Die tarnen sich wie Chamäleons. Verdammter Mist, Alter. Ich wollte gerade fragen, wie ist der zu Tode gekommen? Ja, jetzt brauche ich mich nicht mehr wundern. Armer Kerl. Oh Gott. Krieg noch einen Herzinfarkt bei den Viechern. Ah! Ah. Oh Gott, die verstecken sich auch überall. Ah ja, jetzt seid ihr mutig, ja? Ah. Noch mehr. Nehmt das. Was? Das war wohl der Alpha. Er hat ganz schön viel geschluckt. Und ich dachte, es wäre eine Leiche. Scheint ein Außenposten zu sein.